Mein Kia wird unterstützt von der Diamant Autowelt, Ihrem Kia-Partner in Wiesbaden. Wir schauen uns jetzt ganz entspannt mal die Multimedia-Einheit im Kia Exeed an, die aber übrigens in den anderen Modellen auch mehr oder weniger genauso aussieht. Also das ist wirklich die Kommandozentrale schlechthin für alles, was Multimedia betrifft, Radio, Audiostationen, Navigation, Live-Daten, Einstellungen noch beim Fahrzeug und so weiter. Wir gehen das Stück für Stück durch. Das ist erstmal hier die komplette Einheit. Wir haben zwei Drehregler, einmal hier links und einmal hier rechts. Das linke ist einmal zum Ein- und Ausschalten, wenn ich drauf drücke, also um den Ton quasi ruhig zu stellen, und dann für die Lautstärke zum Laut- und Leiserdrehen nach links und rechts. Das funktioniert, müssen wir aber jetzt natürlich auslassen, aus bekannten Gründen, weil wir natürlich keine Musik spielen dürfen und weil wir ansonsten ein bisschen Probleme mit der GEMA bekämen. Das wollen wir natürlich nicht. So, dann haben wir die eigenen einzelnen Stationstasten hier unten. Früher war das mal so richtige Drücktasten, mittlerweile ist das auch nur noch Touch. Und die arbeiten wir jetzt auch Stück für Stück mal durch. Wir fangen mit dem einfachsten an. Das ist der Home-Bildschirm, der standardmäßig so eingestellt ist. Da haben wir links die Navigationsanzeige, rechts die Live-Wetterdaten, wenn sie denn entsprechend eingeschaltet sind, und in der Mitte momentan das Medium, also entweder Radio oder USB-Stick, wenn der angehängt ist, beziehungsweise das Smartphone beispielsweise mit Spotify gekoppelt. All diese Dinge sieht man hier. So, wir fangen jetzt mal mit dem Radio einfach an, nicht von links nach rechts, sondern mal mit den einfachen Funktionen. Ich drücke jetzt hier einmal auf Radio drauf, dann wäre ich in meiner Radiostation drin. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, wie ich mir beispielsweise einen Sender suchen oder auch anzeigen lassen kann. Momentan habe ich jetzt hier SWR3 eingestellt. Ich habe jetzt die Möglichkeit, das Drehrädchen hier zu benutzen und dann einfach, wie man sieht, wenn ich links nach rechts drehe, das ist alphabetisch sortiert, die einzelnen Radiostationen durchzudrehen. Falls mir jetzt dann davon einer zusagen würde, nehmen wir zum Beispiel mal SWR1 Rheinland-Pfalz, dann wähle ich den damit aus, bestätige einmal hier, indem ich da drauf drücke, und bin drin. Weitere Möglichkeit, um eine Radiostation auszuwählen, wäre hier oben auf Liste zu drücken. Da bekomme ich alle Sender angezeigt, die es momentan zu empfangen gibt, und da kann ich dann beispielsweise auch einfach einen Sender auswählen. Zum Beispiel jetzt hier HR3, da tippe ich dann einfach drauf. So, habe ich jetzt einen Sender gewählt, die ich in meinen Favoriten speichern möchte. Das funktioniert einfach so. Ich habe ihn ausgesucht und gehe dann hier auf der linken Seite, haben wir Drücken und Halten, also die Favoritenfunktion. Da halte ich einfach kurz den Finger drauf und dann wäre dieser Sender jetzt hier schon abgespeichert. Gehe ich hier in meine Favoriten rein, kann ich mir auch noch mehr anzeigen lassen. Mit der Zurücktaste hier oben komme ich wieder in diese Ursprungsansicht. Ja, dann haben wir noch die Möglichkeit, hier oben ins Menü zu gehen. Da kann ich nämlich beispielsweise die Favoriten anders sortieren lassen, neu ordnen oder auch entfernen. Wir entfernen jetzt beispielsweise mal das, was wir momentan gespeichert haben. Da gehe ich mal hier auf Favoriten entfernen, würde das jetzt hier auf dem Kästchen bestätigen und drücke dann hier auf Entfernen, ausgewählte Elemente entfernen. Jawohl. Und schon wäre jetzt der eigentlich gespeicherte Sender in den Favoriten, wäre jetzt wieder verschwunden. Also das funktioniert darüber auch. Dann gucken wir uns noch mehr an im Menü, nämlich die Anzahl der Favoriten kann ich festlegen. Das hatten wir eben in der Ansicht. Wir haben noch die Möglichkeit, den Verkehrsfunk einzuschalten, also dass wir nur Sender angezeigt bekommen mit Verkehrsnachrichten, regionale Sender. Und es gibt noch eine DAB-FM-Umschaltung, das ist also DAB-Radio und UKW, dass das automatisch hin und her geht. Audioeinstellungen hätten wir auch noch, um quasi Bass und lauter solche Sachen noch einzuschalten oder einzustellen. Kann da ja mal kurz drauf gehen. Das funktioniert ja auch genauso jetzt für USB oder Smartphone-Kopplung. Da kann ich dann die entsprechenden Lautsprecher ansteuern, Lautstärke-Einstellungen machen, können wir auch mal kurz drauf geben. Sound, Telefonprojektion, erweiterte Einstellungen, wie beispielsweise auch die Lautstärke sich erhöht bei erhöhter Geschwindigkeit, dass sich das automatisch anstellt. Equalizer, also sowas wie Bässen und Höhe, stelle ich hiermit dann ein. Dann haben wir noch
Funktionen, Lautstärkeverhältnis, also wird die Navigation beispielsweise lauter oder bleibt das Audiosystem lauter, Navigationslautstärke, naja, das gucken wir uns, wie gesagt, alles am besten an, wenn wir dann entsprechend bei der Navigation sind. Von daher gehe ich jetzt einfach mal zurück, dass wir nochmal ins Radio kommen. Radiostationen wechseln kann ich aber nicht nur so über die Liste oder über den Drehregler, sondern ich kann auch hier diese beiden Tasten benutzen, indem ich jetzt einfach hier mit Plus und Minus das Ganze vor oder zurück mache und entsprechend den Sender einmal vor und zurück springe. Dasselbe funktioniert natürlich auch genauso am Multifunktionslenkrad mit den Hoch- und Runter-Tasten, mit den Wippen. Ja, das sind soweit erstmal die Einstellungen bei der Radiofunktion. Jetzt gucken wir uns nochmal in Ruhe die weiteren Medienmöglichkeiten hier bei diesem Multimedia-System an. Eben haben wir schon mal aufs Radio geschaut, jetzt gucken wir mal auf andere Möglichkeiten, wie wir Musikquellen beispielsweise abspielen können. Das funktioniert, ich bin jetzt nochmal in die Grundeinstellung gegangen, hier über Media. Ich habe jetzt vorher meinen USB-Stick schon entsprechend eingesteckt in den drei Möglichkeiten beziehungsweise in der einen möglichen USB-Dose, die vor dem Wahlhebel angebracht ist, unten in der Mittelkonsole. Da muss der einfach nur eingesteckt werden. So, ich kann das Ganze wählen, jetzt hier drüber über Media, indem ich da einmal drauf gehe, dann bekomme ich schon die ganzen Lieder angezeigt, die jetzt da beispielsweise drauf sind. Hier haben wir links eine Liste mit all den Songs, die beispielsweise sind, die könnte ich jetzt einfach mit Hoch- und Runterwischen auswählen. Wenn ich starten will, einfach hier auf Play, aber es startet auch von allein in dem Moment, wenn der USB-Stick schon eingesteckt ist. Ich kann vor- und zurückskippen. Hier mit den Einstellungen, ich habe die Möglichkeit, Lieder wiederholen zu können. Wenn ich da drauf tippe, habe ich jetzt beispielsweise den USB-Stick. Ich glaube, da sind jetzt irgendwie so über 3000 Musikstücke drauf. Den würde er jetzt quasi wiederholen, wenn er alles durchgespielt hätte. Ich kann Einzeltitel wiederholen lassen oder auch den einzelnen Ordner wiederholen lassen. Also falls ich zum Beispiel Ordner angelegt habe auf dem USB-Stick. Hier unten drunter ist Lieder durcheinander spielen. Das heißt also, wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann wählt er eben nicht das nächste Stück aus, was jetzt nach R käme, sondern skippt sich einmal quer durch die komplette Musikliste. Also das würde darüber auch funktionieren. Dann habe ich aber auch die Möglichkeit, den nächsten Track auszuwählen, indem ich hier unten drauf drücke. Da würde er dann auch beispielsweise einen nächsten Musiksong auswählen. Zurück komme ich dann entsprechend hiermit. Oder aber ich kann aber auch in der Liste mich durchskippen. Also mal angenommen, ich bleibe jetzt dann doch bei den einzelnen Buchstaben hängen, jetzt hier mit E, kann einen Titel auswählen und dann bestätige ich den Ganzen, indem ich hier wieder einfach drauf drücke. Also das würde auch funktionieren. Ich mache jetzt hier wieder mal Pause, damit man das sieht. Wir haben auch hier wieder verschiedene Menüeinstellungen. Wir können also die Medienquelle einmal auswählen. Wenn ich beispielsweise auch das Smartphone nochmal entsprechend dran gehängt hätte, habe ich aber jetzt momentan nicht. Oder aber ich kann mir nochmal ausführlicher die Titel anzeigen lassen, den Titel des Albums und komme auch wieder zu Audioeinstellungen, was wir auch beim Radio eben schon mal hatten. Das Handbuch geht noch, Splitscreen kann ich einschalten. Also wenn ich beispielsweise jetzt Navigation und Medien nebeneinander haben möchte, dann kann ich das darüber auch aktivieren. Ich tippe da jetzt nochmal drauf, dass das wieder zurück ist. Ja, das würde genauso funktionieren, wie wenn das Smartphone jetzt dran gehängt ist. Das kann ich auch gleich nochmal aktivieren, dass man zumindest mal da noch den Unterschied sieht. Das funktioniert, wie gesagt, jetzt hier mit dem USB-Stick. Das wäre jetzt die zweite Möglichkeit, um Medienquellen entsprechend abzuspielen. So, jetzt gucken wir uns nochmal die Möglichkeit einer weiteren Medienquelle an. Wir hatten jetzt die Radios uns angeschaut, wir hatten USB-Stick angeschaut, den ich anklinken kann ins System. Aber ich kann beispielsweise auch Musikquelle von meinem Smartphone darüber abspielen. Das funktioniert wie folgt. Natürlich muss das Smartphone jetzt gekoppelt sein. Die ganze Kopplung der Geräte, die gucken wir uns an einer anderen Stelle nochmal an. Aber ich habe das jetzt schon mal eingeschaltet. Das funktioniert hier auch über Media, indem ich hier, also ich war jetzt im Ausgangsmenü, über Media gehe. Jetzt habe ich momentan beispielsweise meinen USB-Stick angezeigt und wenn ich jetzt eine andere Medienquelle auswählen kann, gibt es zwei Möglichkeiten. Ich gucke, entweder tippe ich hier auf Menü und dann auf Medienquellen. Dann habe ich jetzt die Auswahl einmal USB-Musik, also der USB-Stick,
Oder ich habe Bluetooth-Audio, das wäre jetzt per Bluetooth verbunden. Da kann ich dann meinen Deezer, Spotify oder was auch immer drüber abspielen. Da gehe ich jetzt einfach mal drauf. Das hätte er jetzt entsprechend ausgewählt. Und den Titel zeigt er mir auch direkt an. Und dann kann ich mich da jetzt auch durcharbeiten, durch die entsprechenden Musikstücke dort. Funktionieren würde das beispielsweise auch über das Multifunktionslenkrad. Da habe ich ja eine Funktion auf der linken Seite, wo die Audiosteuerungen sind, wo ich einfach zwischen den entsprechenden Medienquellen hin und her switchen kann. Also einmal Radio, dann die zwei verschiedenen Medienquellen, USB oder jetzt Bluetooth vom Smartphone. Da kann man da beispielsweise hin und her wechseln. Funktioniert aber natürlich hier unten über die Leisten ganz genauso. Also wenn ich jetzt von hier in Radio wieder gehen möchte oder dann entsprechend wieder in die Media-Funktion, das kann ich hier drüber entsprechend steuern. Ja, ich weiß, die Batterie entlädt sich, wenn man das Auto nicht startet. Auch hier habe ich noch die Möglichkeit, verschiedene Einstellungen zu machen. Halt, jetzt muss ich die Medienquelle nochmal auswählen. Gehen wir nochmal hier auf den Stream. Und da kann ich natürlich die Songs auch hier drüber entsprechend weiter drücken oder auch wieder zurück. Das funktioniert hier drüber. Ich muss gerade mal gucken. Mit dem Drehregler funktioniert es hier nicht. Aber funktioniert auch im Multimedia-Lenkrad. Da kann ich natürlich einfach die Schaltwippe benutzen und zum nächsten Titel normalerweise einfach weiter skippen. Nee, das macht er jetzt irgendwie gerade nicht. Sollte aber normalerweise funktionieren, wenn ich da... Ja, jetzt macht das wieder. Genau. Da kann ich auch weiter skippen am Multimedia-Lenkrad. Man muss es nur auch in die richtige Richtung drücken. Ansonsten funktioniert es nämlich nicht, wenn man zu dusselig ist, um das zu bedienen. Aber deswegen gucken wir es uns ja zusammen an, damit es für euch dann auch entsprechend ein bisschen einfacher wird. So, jetzt haben wir uns alle Medienquellen angeguckt, die wir abspielen können. Gucken wir gerade noch mal hier in die Medienquellen rein. USB-Video hätte ich beispielsweise noch die Möglichkeit. Also ich könnte auch Videos mir anschauen da drauf. Da ist jetzt die Frage, ob man das jetzt unbedingt machen will. Während der Fahrt funktioniert sowas zum Beispiel nämlich überhaupt nicht. Also von daher, ja, lassen wir das mal. So, das waren soweit die Multimedia-Funktionen, wie ich jetzt Musikquellen per Radio, USB oder auch per Smartphone abspielen kann auf dem Multifunktionsgerät hier im Kia Exceed. So, jetzt schauen wir uns die Navigation beim Multimedia-System an. Die ist meines Erachtens eigentlich fast selbsterklärend. Dafür drücken wir jetzt einfach, ich bin jetzt wieder im Ausgangsstartbildschirm, hier auf Navigation, damit wir uns die ganzen entsprechenden Funktionen hier mal anschauen können. Ich kann navigieren über Adressen, das funktioniert hier. Falls ich jetzt irgendwelche letzten Ziele hätte, kann ich mir die hier über diesen Touch-Button anschauen. POI-Kategorien heißt Point of Interest. Da gehe ich gerade mal drauf. Da habe ich beispielsweise die Möglichkeit, in der Nähe oder auch an einem bestimmten Standort mir entsprechende Dinge anschauen zu lassen. Wenn ich halt jetzt nach irgendwelchen Restaurants suche, Banken, Polizeireviern, boah, nach was auch immer, kann ich das darüber zum Beispiel direkt suchen. Also auch Parkplätze und all solche Funktionen gehen hier über diese POI-Kategorie. Adresse, genau, gehen wir dann am besten auch kurz mal rein. Da kann ich also einfach mein Land auswählen. Wir sind jetzt in Deutschland, würden jetzt auch hier bleiben. Jetzt kann ich hier zum Beispiel die Stadt aussuchen, wo ich hinfahren möchte. Ich nehme jetzt mal Wiesbaden, wo wir halt jetzt gerade sind. Kann das Ganze beispielsweise aber auch mit einer Postleitzahl eingeben. Funktioniert natürlich ein bisschen schneller. Wiesbaden, genau, das hat er jetzt schon erkannt und jetzt gebe ich mal irgendeine Straße ein, gehen wir mal in die Innenstadt, Rheinstraße, Wiesbaden, genau, und dann entweder die Hausnummer auswählen oder ich kann mich aber auch nur in die Straße lotsen lassen. Ich wähle das Ganze jetzt mal nicht aus, also nicht mit OK bestätigen. Das wäre nämlich dann in dem Moment schon fertig, sondern gehe nochmal zurück. Das ist die Adresseingabe über eine Adresse. Dann haben wir Kia Live-Funktionen. Da tippe ich mal drauf. Das ist momentan aber nicht verbunden. Funktioniert auch teilweise nur während der Fahrt, wie beispielsweise die Verkehrsinfos. Die kann ich natürlich dann nur entsprechend eingeben, wenn ich auch ein Ziel ausgewählt habe. Ich kann mir an einem Standort Live-Parkplätze oder Live-Tankstellen, die halt offen haben, anzeigen lassen. Also alles Dienste, die erst aktiviert werden müssen.
über die UVO-Funktion. Also das ist das System, wo man Live-Daten dann entsprechend über das Multimedia-System von Kia abrufen kann und sich dann eben in Echtzeit diese Daten anzeigen zu lassen. Dann haben wir hier die Routenoptionen. Da kann ich eben einstellen, ob ich beispielsweise, was für eine Art von Route ich möchte, eine ökologische, eine schnelle, eine kurze, oder ob ich Autobahnen zum Beispiel verwenden oder auch auslassen möchte, genauso Fähren, Mautstraßen. Also das steuere ich alles hier über diese Routenoptionen. Das kann ich mir darüber anzeigen lassen. Dann kann ich während der Fahrt die Route abbrechen, also wenn ich mit der Navigation beispielsweise fertig bin. Adressbuch, wenn ich mir da entsprechend Adressen angelegt hätte. Also ich kann mir beispielsweise Favoriten anlegen, jetzt zum Beispiel von guten Freunden oder wo ich oft hinfahre. Das kann ich mir dann hier entsprechend dann gleich abspeichern. Die kann ich darüber dann auch steuern. POI-Namen funktionieren noch, indem ich beispielsweise eine Kategorie auswähle. Das könnte ich hier drüber eingeben. Dann haben wir Tankstellen in der Nähe, die Koordinaten, die aktuellen. Die könnte ich mir auch anzeigen lassen, beziehungsweise ich kann auch über die Koordinaten suchen. Also wenn ich eine Koordinatenangabe hätte, wenn es jetzt natürlich mitten im Wald ist und da kein Weg hinführt, ist das eher schwierig, aber das würde darüber auch funktionieren. Und jetzt gehe ich nochmal weiter. Dann hätten wir noch Routeninformationen. Das funktioniert natürlich auch nur, wenn eine Route eingegeben ist, dass ich mir darüber beispielsweise nochmal Details anzeigen lassen kann. Ich kann Umfahrungen machen, wenn jetzt irgendwelche Staus sind. Touren planen, das finde ich noch ganz spannend. Wenn man also wirklich beispielsweise auch im Urlaub ist und will also bestimmte Wegpunkte abfahren, dann könnte ich die hier drüber noch entsprechend einstellen. Also falls ich irgendeine Adresse anfahre und möchte aber nicht, dass die Navigation mich eben über Ziel A führt, sondern es soll über Ziel B gehen, kann ich das hier drüber beispielsweise einstellen, dass der dann den entsprechenden Wegpunkt berücksichtigt bei der Fahrt. So, dann haben wir noch das wische ich von rechts nach links. Dann habe ich hier unten nochmal die Möglichkeit, mir entsprechende Favoriten einzustellen. Also Wohnort, Büro ist zum Beispiel schon mal vorgegeben. Und ich kann aber auch noch 3 weitere Punkte mir entsprechend abspeichern. Da tippe ich einfach nur drauf, würde dann die Adresse aussuchen, eingeben und das Ganze abspeichern. Ich mache das jetzt mal nicht, weil meines Erachtens ist das eigentlich selbsterklärend. Das ist die Eingabe der Navigation. Und dann gehen wir mal auf Maps. Das ist jetzt momentan im Dunkelmodus, weil es ist nicht so hell hier drin. Da habe ich dann einfach mal jetzt momentan die Ansicht. Jetzt können wir wieder diesen rechten Drehregler benutzen. Da kann ich mir nämlich die Kartenansicht von der Struktur her ein bisschen vergrößern oder verkleinern. Das kriege ich hier im 50 Meter Anzeige zum Beispiel. 125 Metern, das kann ich hier drüber steuern, wie groß oder klein ich beispielsweise die Anzeige von der Navigation haben möchte. Ich habe hier oben die Möglichkeit, wieder auf den Home-Button zu gehen. Also da wäre ich dann wieder in der Grundeinstellung. Wir gehen aber jetzt mal zurück auf Maps. Dann haben wir hier die Funktion, wie ich die Karten mir anzeigen lassen will. Eben entweder ganz standardmäßig normal in 3D. Dann wird das Ganze halt so ein bisschen realistischer dargestellt, wie quasi die Dinge auf der Straße aussehen oder auch wieder zurück. Die Lautstärke der Navigation kann ich hier drüber beispielsweise auch steuern, also wie laut ich das gestellt haben will. Hier drüber kann ich auch wieder die Kartenfunktion größer und kleiner stellen. Meines Erachtens geht das aber mit dem Drehregler deutlich einfacher. So, dann gucken wir hier nochmal rein, was wir da noch haben. Ja, wir könnten jetzt nochmal die Route entsprechend ändern, wenn wir jetzt eine eingegeben haben. POIs in der Nähe anzeigen lassen oder ich kann mir irgendeine Adresse auch ins Adressbuch schreiben lassen. Hier habe ich jetzt momentan die Anzeige, wo ich mich derzeit befinde. Ja, und das sind im Prinzip schon die ganzen Funktionen, die ich jetzt hier bei der Navigation entsprechend brauche. So, nachdem wir uns jetzt die ganzen Dinge wie Navigation, Radioeinstellungen oder auch Media-Möglichkeiten angeguckt haben, gehen wir jetzt nochmal ein bisschen tiefer in das ganze System rein, nämlich in das Setup. Dann erkläre ich aber auch, bevor wir da drauf gehen, noch die letzte Taste, nämlich hier dieses Sternchen. Da haben wir die Möglichkeit, einen Favoriten noch zu hinterlegen, was auch immer wir dort eben hinterlegen wollen. Es gibt dort mehrere Möglichkeiten. Dafür gehe ich hier auf Setup, auf Erweitert und auf benutzerdefinierte Taste mit Sternchen.
Da kann ich also einstellen Telefonfunktion, das was ich jetzt beispielsweise gemacht habe, Bluetooth, Audio, UVO, Telefonprojektion, Favoriten, Bildschirm an, aus, Startbildschirm. Das kann ich alles über diese entsprechende Taste hinterlegen. Eine Möglichkeit habe ich, das einzustellen. Ich finde das jetzt mit dem Telefon eigentlich ganz sinnvoll, weil es ansonsten dafür jetzt keine Funktion gibt und ich es ansonsten übers Lenkrad nur ansteuern könnte. Von daher habe ich das jetzt mal hinterlegt. Das heißt, wenn ich jetzt hier drauf drücken würde, dann würde entsprechend die Telefonfunktion freigeschaltet werden. So, das ist aber jetzt nicht so spannend, was ich da jetzt schon alles hinterlegt habe. Von daher können wir jetzt dann uns mal das Setup angucken. Da habe ich jetzt schon drauf gedrückt. Das ist auch mit dem Startbildschirm, wenn ich einfach nach links wische, genauso in der Anzeige drin. So, das wird jetzt ein bisschen ausführlich. Ich versuche es aber wirklich so kurz wie möglich zu halten, weil es sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt, jetzt hier die ganze Geschichte jetzt in aller Tiefe noch sich anzugucken. Wir haben da nämlich noch verschiedene Einstellungen für das Fahrzeug. Beispielsweise gehen wir jetzt mal in die Fahrzeugeinstellungen rein. Bei den Fahrzeugen, das sieht mit dem normalen Display, also nicht mit dem digitalen Cockpit, habe ich hier die Möglichkeit, noch verschiedene Fahrerassistenzsysteme über das Multimedia-System oder das Infotainment in der Mitte entsprechend zu steuern. Da haben wir nämlich beispielsweise einmal jetzt hier das Ansprechverhalten des adaptiven Tempomaten. Wir haben hier weitere Fahrerassistenzmöglichkeiten, zum Beispiel Spurhalteassistent, Tempolimit, Warnung und so weiter. Meines Erachtens ist es selbsterklärend. Man muss einfach nur mal reingehen in diese Systeme und dann kann man das alles hier drüber noch entsprechend steuern und auswählen. Also wird der Spurhalteassistent beispielsweise eingeschaltet, ist die Spurverlassenswarnung drin, schalte ich das Ding komplett aus oder ich habe zum Beispiel hier noch die Möglichkeit, Totwinkelassistent einzuschalten. All das funktioniert eben über die Steuerung Fahrerassistenzsysteme. Die habe ich hier drüber, kann ich die entsprechend steuern. Das einfach mal durchscrollen. Wenn da noch mal irgendwie eine konkretere Nachfrage wäre, dann einfach als Kommentar drunter schreiben oder mir eine Nachricht schicken. Dann haben wir Klimaanlagenfunktion beispielsweise auch noch drin, automatische Belüftung. Da gehe ich mal rein, das finde ich ganz spannend. Man kann nämlich ja die Umluft aktivieren und manchmal vergisst man sowas und das kann man dann zum Beispiel einschalten, dass nach einer gewissen Zeit dann wieder auf Frischluft umgestellt wird. Und genauso gibt es auch eine Entfeuchtungsoption. Wenn also das System merkt, die Windschutzscheibe beschlägt drin, dann schaltet sich das, wenn ich zum Beispiel in der Automatik, in der Klimaautomatik bin, von alleine ein, die Klimaanlage, dass die kurz mal angeht, um die Scheibe vorne zu entfeuchten. Lichtfunktion habe ich noch, da kann ich ambiente Beleuchtung machen. Das finde ich noch ganz interessant, der Komfortblinker. Das heißt, wenn ich also den Blinkhebel nicht komplett runterdrücke, sondern eben nur leicht betätige, dann blinkt er ja dreimal. So ist es voreingestellt. Ich kann aber auch reingehen und kann 5 oder 7 Blinkersignale beispielsweise einstellen. Das ist, wenn ich die Spur wechsle oder kurz mal jemanden überhole und ähnliche Dinge. Die kann ich darüber entsprechend steuern. Das finde ich noch ganz spannend. Gehen wir mal einen zurück. Scheinwerfer-Timeout, das ist, wenn der Wagen also abgeschlossen wird, dass das nach einer Weile dann ausgeht. Das kann ich darüber ein- oder ausschalten. Dann haben wir noch die Türen, automatisches Verriegeln. Kann ich manuell machen, müsste auch angezeigt werden, hier unten zum Beispiel drüber. Oder aber wenn ich losfahre, dass automatisch sich das Fahrzeug selbst komplett verriegelt. Automatisches Entriegeln, wenn das Fahrzeug aus ist, also wenn ich den Motor beispielsweise ausschalte, das kann ich hier drüber steuern. Dann haben wir noch die Servo-Heckklappensteuerung, also sprich, dass sie elektrisch geht. Bei diesem Fahrzeug hier geht sie elektrisch. Es gibt auch bestimmte Ausstattungsvarianten, wo ich die Heckklappe nur manuell entsprechend hoch oder runter machen kann. Und wir haben hier die Funktion der intelligenten Heckklappe, also wenn ich hinter dem Fahrzeug stehe, mich dem nähere, der Schlüssel in meiner Hosentasche beispielsweise ist, dann öffnet die, wenn ich da 2, 3 Sekunden stehe, von ganz alleine. Das muss aber hier drüber aktiviert werden. So, dann haben wir noch das Kombi-Instrument. Da kann ich mir anzeigen lassen, sowas wie Service-Intervall, Durchschnittsverbrauch, wie ich den nochmal einstelle, bestimmte Inhalte, die ich auswähle oder den Begrüßungston. Das funktioniert alles mit diesem Digital-Cockpit. Dann haben wir nochmal Komfortfunktion, Spiegel-Licht-Willkommensfunktion. Also wenn zum Beispiel man sich eben entsprechend den Wagen
entriegelt oder bei Nähern des Fahrzeugs, dann gehen schon bestimmte Lichter an, dass ich zum Beispiel den Türgriff leichter finden kann oder ähnliche Sachen. Hier ist zum Beispiel auch aktiviert der automatische Heckwischer, wenn ich den Rückwärtsgang einschalte. Ist die Frage, ob man das jetzt wirklich benötigt. Ich würde jetzt mal sagen, vermutlich eher nicht, aber das kann man halt hier drüber auch entsprechend steuern. Dann haben wir Sitzlenkrad noch. Das ist deswegen hier drin, weil ich hier eine elektrische Sitzeinstellung mit Ledersitzen habe und ich hier zum Beispiel einstellen kann, wenn ich aussteigen will und das Fahrzeug ausschalte, fährt der Sitz automatisch nach hinten. Das steuere ich hier drüber und fährt dann automatisch wieder nach vorne, wenn ich einsteige. Das funktioniert halt nur bei den elektrischen Sitzen. So, genau, Standard. Hier kann ich dann die ganzen Einstellungen auch wieder auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Das wollen wir uns jetzt aber nicht angucken. Von daher, das sind die ganzen Unterfunktionen, die ich jetzt hier bei der Fahrzeugeinstellung habe. Dann geht's weiter mit der Navigation. Da kann ich jetzt auch nochmal verschiedene Dinge drüber steuern, wie ob ich letzte Ziele anzeigen lassen möchte oder nicht. Wie die Anzeige aussieht, was für eine Kartenfarbe ich habe, wie die Routenführungslinie aussieht, in welcher Farbe, ob es ein Fahrzeugsymbol gibt, ja oder nein. Dann die verschiedenen Anweisungen, was mir dort entsprechend angesagt wird, also Anzeige der Entfernung, Gesamtentfernung, Entfernung bis zum nächsten Abschnitt. Das habe ich jetzt zum Beispiel in der Navigationsanzeige, kann ich hier drüber noch steuern. Oder Straßen- und Ortsnamen, dass die ausgesprochen werden. Das sind nochmal so Unterfunktionen. Meine Daten, das brauche ich jetzt nicht. Adressbuch von USB importieren, wenn ich das da drauf hätte, das benötigen wir jetzt nicht. Von daher gehen wir hier mal wieder raus. Das wären also die Untereinstellungen der Navigation. Dann haben wir die Geräteverbindungen. Bluetooth-Verbindung, es ist jetzt momentan mein Telefon hier drüber gekoppelt. Das könnte ich jetzt hier drüber nochmal entsprechend trennen oder neue Geräte beispielsweise hinzufügen oder auch bestimmte Geräte entfernen. Nachrichteneinstellungen kann ich hier drüber ein- oder ausschalten bei entsprechenden Nachrichten, die eingehen würden. Bluetooth-Systeminfos, das ist jetzt einfach nur, wie das Gerät heißt, Kia Motors. Glaube ich, bei allen Kias entsprechend so eingestellt. Einen privaten Modus gibt es auch noch, den kann man einstellen. Es werden also dann keine Kontakte, Favoriten oder entsprechende Dinge angezeigt. Das kann jeder selbst entscheiden, ob er das entsprechend braucht oder nicht. Dann haben wir Datennetzwerke. Da haben wir die UWO-Funktionen. Das ist ja speziell bei Kia die Möglichkeit, mit einer eigenen App diese Multimedia-Funktionen auch anzusteuern. Darüber kann man einiges steuern, wie beispielsweise schon vorzeitig irgendwelche Navigationseinstellungen, die man an die Geräte miteinander koppelnd einstellen kann. Oder aber bei den Elektrofahrzeugen beispielsweise könnte ich darüber schon die Klimaanlage vorzeitig einschalten. Oder entsprechend, was funktioniert noch alles über UWO? Das müssen wir uns nochmal im Detail angucken. Also das sind auf jeden Fall hier die Funktionen und dann Kia Live. Das ist jetzt momentan hier drüber entsprechend nicht aktiviert. Das sind die Live-Funktionen, die ich auch schon mal bei der Navigation angezeigt hatte. Wo wir Live-Verkehrsdaten, Parkplatzsuche und so weiter entsprechend uns anzeigen lassen können. So, dann gehen wir nochmal in die erweiterten Funktionen. Wechsel der Karte. Wenn ich also in der Navigation bin, kann ich also hin und her wechseln. Das kann ich mir einschalten, nach wie vielen Sekunden da zum Beispiel die Karten wechseln. Funktion des Tune-Reglers, das wäre jetzt hier rechts dieses Ding, dass ich darüber eben die Karten zum Beispiel verkleinern oder vergrößern kann. Das habe ich auch schon mal gezeigt. Die benutzerdefinierte Taste hier unten der Favoriten einstellen, das hatten wir uns eben schon mal angeguckt. Die Mode-Tasten am Lenkrad, was ich darüber, also welche Quellen ich darüber steuern kann, dass ich wechseln kann, wie der Startbildschirm aussehen soll. Splitscreen, was ich darüber splitten kann entsprechend, also mit Zweieranzeige, das funktioniert hier drüber. Dann haben wir nochmal allgemeine Funktionen, Datum, Uhrzeit kann ich hier festlegen, die Sprache, Tastatur, welche Art von Tastatur, die Maßeneinheiten, Bildschirmschoner kann man auch einstellen, Systeminfos kann man sich anzeigen lassen wegen Aktualisierung, wie groß der Speicher noch ist. Handbuch geht da drüber beispielsweise, wenn ich auch was suchen würde.
Können wir übrigens mal reingehen. Ja, das funktioniert jetzt natürlich dann wieder entsprechend mit dem Smartphone. Also das kann man einfach abscannen und sich dann entsprechend das Handbuch runterladen dafür. Jo, dann geht's noch weiter. Audioeinstellungen, die haben wir uns vorhin schon mal angeguckt gehabt. Da kann ich halt, wie gesagt, die entsprechende Ansteuerung der Boxen machen, Lautstärke Einstellungen, erweiterte Equalizer wie Höhen, Tiefen, verschiedene Lautstärkenverhältnisse. Ja, es gibt ja tausende von Funktionen, wo es irgendwo piepst oder irgendwelche Dinge kommen. Die kann man hier drüber noch stellen. Navigationslautstärke, die haben wir aber auch die Möglichkeit, ja, wie in der Navigation selbst einzustellen. Das sind alles diese Funktionen, die ich jetzt hier bei Audio noch habe. Medien kann ich noch gucken. Ja, das ist jetzt eigentlich nicht so spannend. Das wäre jetzt nur, wenn du Ordner auf einem USB-Stick hast, dass du das da drüber nochmal aktivieren kannst. Dann haben wir noch die Bildschirmeinstellung, ob ich zum Beispiel einen Dimm-Modus benutzen möchte. Also den kann ich auf Automatik stellen oder ich habe immer Tag oder Nacht eingestellt. Die Helligkeit ist mit der Armaturenbrettbeleuchtung verknüpft. Das geht ja links neben dem Lenkrad bei den Einstellungen. Und ich kann so einen Blaufilter noch einstellen. Das hat man beispielsweise auch auf dem Smartphone oder manche Brillen, wenn man welche trägt, haben das drin, dass dieses blaue Licht, das strengt die Augen auf Dauer ein bisschen mehr an. Das ist die Frage, wenn ich da jetzt immer nur kurz drauf schaue, ob das jetzt wirklich so wichtig wäre. Aber man kann es zumindest mal darüber aktivieren. Und dann gibt es noch die Spracherkennungseinstellung. Die kann ich auch nochmal auswählen mit ausführlicheren Eingabemöglichkeiten. Und genauso auch die Online-Spracherkennung, die funktioniert auch. Die müssten wir dann entsprechend wieder aktivieren. Ja, das sind soweit die ganzen Einstellungen im Setup, also ganz schön viel. Das Beste ist, man klickt sich da einfach mal durch. Es gibt sehr viele Untermenü-Einstellungen. Und das funktioniert jetzt alles übers Setup. Und das müssten dann soweit erstmal alle Funktionen gewesen sein, die ich entsprechend hier bei der Multimedia-Einheit im Kia Ceed aktivieren und betätigen kann.